wir brauchen einen Umbau unserer Lebensweise. Ich würde sagen, auch wenn gestern jemand sagte, der Begriff ist nicht sehr attraktiv, eine sozial-ökologische Transformation unserer Produktions- und Lebensweise. Wir sollten uns nicht auf die Politik verlassen, wir sollten uns nicht auf Technologie verlassen, wir sollten uns nicht auf grünes Kapital verlassen und wir sollten uns auch nicht darauf verlassen, dass wir hier in Westeuropa eine grüne Wohlstandsinsel schaffen und vergessen ganz einfach mal, was in anderen Teilen der Welt läuft. Da schließe ich mich direkt an Esperanza an. Uli Brandt ist Professor für internationale Politik an der Uni Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind internationale Ressourcen- und Umweltpolitik und er arbeitet eben auch sehr viel mit Nichtregierungsorganisationen und sozialen Bewegungen zusammen. Aktuell ist er Mitglied in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und er ist auch im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC tätig und in der Bundeskoordination Internationalismus. Uli wird eben an zweiter Stelle ein bisschen was Grundlegendes zum Begriff der Naturverhältnisse sagen, zu der Herangehensweise, wo der Begriff herkommt und was auch die Implikationen dieses Begriffes sind. Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass Esperanza aus Ecuador da ist. Wir arbeiten zusammen in einer Arbeitsgruppe zu dem Thema Extraktivismus, Postextraktivismus, was sind Alternativen? Und im Verlauf dieser Arbeitsgruppe habe ich so viel gelernt, was man sozusagen mit, das muss man erlebt haben und muss mit den Menschen, die aktiv sind, die Chance haben, auch zu diskutieren. Und ich hoffe, dass wir Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe auch hierher tragen können. Ich fand es sehr mutig von der Vorbereitungsgruppe, dass sie den Begriff der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, ist ja fast ein Zungenbrecher, sozusagen in diesen Titel mitnimmt. Und ich möchte dazu einige Ausführungen machen und vor allem auf die auch politischen Implikationen dieser Perspektive eingehen. Ich glaube, dass ATTAC dafür steht, dass wir auch immer Realität begreifen müssen, dass wir sie kritisch begreifen müssen, um dann unser Handeln, unser kritisches Handeln zu schärfen. Dass es verschiedene Sichten auf Welt gibt und aus meiner Sicht ist immer noch der dominante Blick auf die ökologische oder sozialökologische Krise einer, der sagt, da gibt es den Planeten, der wird übernutzt, der Umweltraum wird übernutzt. In der Wirtschaftswissenschaft ist es die Umweltökonomie, die sagt, wir müssen nur die entsprechende Knappheit schaffen, dann kriegen wir die Umweltprobleme in den Griff, dann gibt es technologische Entwicklung und anderes. Und der Begriff der gesellschaftlichen Naturverhältnisse oder der Ansatz der politischen Ökologie nimmt einen starken Perspektivwechsel vor. Das wird jetzt keine akademische Einführung, keine Angst. Ich möchte nur einige Punkte klar machen, um diese Differenz anzuzeigen, weil ich überzeugt bin, dass eben eine radikale politische Ökologie uns in unserem Handeln, in unseren Vorschlägen auch sozusagen schärfer, besser werden wird, radikaler werden lässt. Und nehmen Sie jetzt als Hintergrund wirklich die Ausführung von Esperanza, weil ja in Lateinamerika, das hat sie am Beispiel Öl gut dargestellt, die Auswirkungen auch viel, viel deutlicher sind. Die Perspektive der Naturverhältnisse oder der politischen Ökologie, wie sie heute als Überbegriff genannt wird, wurde formuliert von Philosophen, ich mache da jetzt keinen großen Durchritt, aber Walter Benjamin hat in seinen geschichtsphilosophischen Thesen darauf hingewiesen, wir müssen den Fortschritt stoppen. Ja, das in den 1920er Jahren, der Fortschritt führt immer stärker zu sozialer Herrschaft und auch zu Naturbeherrschung und die Fortschrittsgläubigkeit der Arbeiterinnenbewegung, das sah Walter Benjamin sehr früh, wird zum Problem, ja, vor immerhin jetzt 80, 90 Jahren. Und noch einen anderen Einstieg, einen anderen wichtigen historischen Bezugspunkt und dann gehe ich schon auf die Inhalte ein, sind sicherlich von Max Horkheimer und Theodor Adorno die Dialektik der Aufklärung, die argumentiert haben 1944, also mitten in der Raserei des Faschismus, des Nationalsozialismus, die Geschichte der Moderne, die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft ist eine Geschichte, neben anderen Aspekten, aber auch eine Geschichte, die immer versucht hat, die Gesellschaft, wie Sie sagen, aus dem Naturzwang zu befreien, also Gesellschaft immer unabhängiger zu machen von Natur, über Berechnung, über die Zuschreibung, Natur ist eine Ressource, die man entnehmen kann, die man Gesellschaft zugänglich macht. Und damit, so Horkheimer Adorno, wird die Naturabhängigkeit nur erhöht und die Naturzerstörung nur erhöht. Wenn wir das heute auf die Energiefragen nehmen, die Tatsache, dass heute gerade Agrartreibstoffe so wichtig sind, ja, Agrartreibstoffe sollen die erneuerbare Energie, sollen ein wichtiger Bestand der neuen erneuerbaren Energie sein und das führt in vielen Gesellschaften, Brasilien, Indonesien, zu Monokulturen, die eben überhaupt nicht verträglich sind, die eben die Abhängigkeit von Natur unserer Gesellschaft auch nur vertiefen.
das ganz kurz sozusagen als Hintergrund, das ist ausgearbeitet heute auch in ökofeministischen Positionen, in Positionen, die aus Ländern des globalen Südens kommen. Die Perspektive, ich möchte 4 Punkte hervorheben und dann immer auch die politischen Implikationen. Die Perspektive der politischen Ökologie ist eine, die nicht sagt, hier gibt es die Gesellschaft und da gibt es die Natur, sondern Naturverhältnisse bedeutet immer, wir müssen uns darüber klar machen, wie eignet Gesellschaft Natur an, wie befriedigt Gesellschaft ihre Bedürfnisse nach Ernährung, nach Mobilität, nach Wohnen, nach Fortpflanzung, nach Kommunikation und anderem. Also Natur ist nichts Äußerliches, Natur ist nicht irgendwie da, ein Planet, den wir übernutzen, der kaputt geht, sondern es sind immer schon die konkreten Formen der Mobilität. Ist es zu Fuß gehen, Fahrradfahren oder Automobilität? Und die dahinterstehenden Interessen kapitalistischer Art, Interessen an Nord-Süd, an den Ressourcen des Südens, die unsere Mobilität hier sozusagen befriedigen. Ernährung, es ist Fleischkonsum, der sehr stark mit Tierfutter zusammenhängt. Das gerät mit dem Begriff der Naturverhältnisse in den Blick. Also nicht der Planet wird geplündert, sondern es sind ganz konkrete gesellschaftliche Praktiken, industrialistische, fossilistische, kapitalistische, patriarchale, die zur ökologischen Krise, zur sozial-ökologischen Krise führen. Das ist ein starker Perspektivwechsel, wenn wir sonst die Zeitung lesen und sagen, die Natur wird übernutzt. Nein, sie wird nicht per se übernutzt, sondern es sind die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse. Es sind Macht und Interessen, es sind die Subjektivitäten der Menschen, die Wünsche, die in sie eingeschrieben sind. Die zweite Implikation, Wolfgang Sachs hat in einem bis heute, finde ich, ganz wegweisenden Aufsatz 1992 mal verschiedene Deutungen des Begriffs nachhaltige Entwicklung entwickelt und er sagte, sehr wichtig ist ein Astronautenblick. Ein Astronautenblick auf den Planeten. Und dieser Astronautenblick rechtfertigt, dass offensichtlich die Staatenlenker zusammenkommen im Rahmen der Klimarahmenkonvention, im Rahmen der Biodiversitätskonvention und das Management der globalen Ressourcen, das Management der globalen Senken der Atmosphäre miteinander verhandeln. Und was aus dieser Astronautenperspektive, und deshalb ist Esperanzas Beitrag so wichtig, was aus dieser Astronautenperspektive rausfällt, sind die ganz vielfältigen Konflikte, die ganz vielfältigen Widerstände gegen die Zumutung der Naturaneignung. Die Staatenlenker imaginieren sich immer, wir haben den Planeten, der ist übernutzt und jetzt müssen wir sozusagen die Übernutzung kooperativ über internationale Abkommen reduzieren. Aber es gibt ja viel, viel mehr. Es gibt eben die Konflikte in Ecuador gegen Texaco. Oder andere Konflikte gegen Bergbau, Konflikte bei uns um eine andere Mobilität, um eine andere Ernährung. Und die fallen aus dieser Astronautenperspektive, wie Wolfgang Sachs sie nannte, heraus. Babette wird noch darauf eingehen, sozusagen diese Ansätze von unten, von Alltag, wie eben Natur sozusagen auch angeeignet wird. Dritte Implikation der politischen Ökologie, der Naturverhältnisse, die mir sehr wichtig ist, weil ja auch gerungen wird, auch auf diesem Kongress gerungen wird, was sind sozusagen Auswege aus der sozial-ökologischen Krise? Sind es Auswege eines grünen Kapitalismus? Sind es Auswege eines grünen New Deal? Oder müssen wir anders ansetzen? Und die Perspektive der Naturverhältnisse weist einen zu großen Technikoptimismus zurück. Dass wir über technologische Lösungen, über technologische Innovationen die ökologische Krise und damit auch die soziale Krise bearbeiten können. Also das, was die neoklassische Theorie ins Zentrum stellt, über technologischen Fortschritt bekommen wir die Probleme in den Griff. Da würde die politische Ökologie sagen, lasst uns erstmal fragen, was für Probleme der technologische Fortschritt erzeugt hat und heute noch alltäglich erzeugt. Technologischer Fortschritt heißt kapitalistischer technologischer Fortschritt, heißt eben eine Steigerung der Naturbeherrschung. Und sozusagen die Alternative wäre, nicht Technik zurückzuweisen und Technologie, aber genauer zu fragen, was sind denn die Muster des technologischen Fortschritts? Warum wird uns heute gentechnisch verändertes Saatgut als Mittel gegen den Hunger weltweit verkauft? Warum sollen die Agrartreibstoffe, die ja eine Technologie sind, die von Unternehmen beherrscht wird, kontrolliert wird, Vandana Shiva wies ja gestern darauf hin in ihrer Einführung, es geht um die Kontrolle über Saatgut. Das ist technologischer Fortschritt, den wir nicht unterstützen sollten, der aber uns angeboten wird als Möglichkeit, als Lösung aus der Krise. Ich nenne das mal etwas verkürzt einen grünen Kapitalismus. Und vierte Implikation, und die ist wichtig und die tut manchmal weh im eigenen Denken, im eigenen Handeln. Es ist die Zurückweisung einer Planetenperspektive, einer Astronautenperspektive, die permanent die ökologische Katastrophe an die Wand malt.
Der Katastrophismus, mit dem die öffentliche Debatte geführt wird, sagt uns seit mindestens seit 1992, seit Rio, es ist 5 vor 12 oder sogar 5 nach 12. Ja. Viele werden sich erinnern, vor Kopenhagen im September 2009 hat Ban Ki-moon vor dem ersten G20-Gipfel die Regierungschefs 100 Tage vor Kopenhagen nach New York eingeladen und hat sie darauf verpflichtet zu sagen, jetzt in Kopenhagen, da muss in der Klimapolitik der Knoten durchgehauen werden. Da muss der Klimawandel effektiv bekämpft werden. Mit dem Katastrophismus, jetzt ist es 5 nach 12, jetzt ist es die letzte Chance, den Klimawandel zu bekämpfen. Und bekanntlich sagte der gleiche Ban Ki-moon, nachdem Kopenhagen ein Desaster war, schön, dass wir miteinander geredet haben. Ja. Und das wird uns in Durban wieder passieren. Wir werden wieder im Herbst hochfahren, den Katastrophismus, es ist 5 nach 12. Ich will nicht die realen Probleme leugnen von Klimawandel, von der, was Esperanza beschreibt, von der Erosion biologischer Vielfalt. Der Modus, mit dem aber herrschaftlich Politik gemacht wird, ist, die Menschheit hat ein Problem, die Menschheit läuft 5 nach 12 und wir, die Staatenlenker, wir, das grüne Kapital oder das gar nicht so grüne Kapital, wir lösen es und wir können heute, weil es so dramatisch ist, nicht über grundlegende Alternativen nachdenken. Wir müssen den Planeten retten, wir müssen uns retten. Und die Perspektive der politischen Ökologie sagt, nein, also politisch, lasst uns auch an einem Projekt der Emanzipation festhalten, an einem Projekt sozusagen von Befreiung und lasst uns nicht sozusagen nur Politik im Umweltraum machen. Das wird allzu schnell eine öko-autoritäre Politik. Also die Implikation ist, daran festzuhalten, dass wir nicht nur den Planeten retten, sondern dass wir in unseren alltäglichen Praxen, in unseren institutionellen Praxen, in unseren wissenschaftlichen Praxen, in unseren Nord-Süd-Praxen auch für freie, demokratische, gerechte Verhältnisse einstehen. Und das tut manchmal weh, weil wir wissen ja, dass es schlimmer wird, aber die Implikation ist, damit bewusst umzugehen, mit diesem Widerspruch. Es drängt, die Zeit drängt. Wir dürfen uns aber nicht auf den Katastrophismus von herrschenden Diskursen, von herrschenden Kräften sozusagen einlullen lassen, sondern wir müssen daran festhalten, wir leben auch in einer kapitalistischen Gesellschaft, die Ungleichheit erzeugt, gerade Ungleichheit im Nord-Süd-Verhältnis, wieder das Beispiel Ecuador. Der Weltmarkt ist nicht die Lösung, ein grüner Weltmarkt ist nicht die Lösung, sondern der kapitalistische Weltmarkt ist das Problem und damit müssen wir umgehen. Letzter Satz. Es geht, das ist, glaube ich, Konsens auf diesem Kongress, deshalb gibt es diesen Kongress, wir brauchen einen Umbau unserer Lebensweise, ich würde sagen, auch wenn gestern jemand sagte, der Begriff ist nicht sehr attraktiv, eine sozial-ökologische Transformation unserer Produktions- und Lebensweise, wir sollten uns nicht auf die Politik verlassen, wir sollten uns nicht auf Technologie verlassen, wir sollten uns nicht auf grünes Kapital verlassen und wir sollten uns auch nicht darauf verlassen, dass wir hier in Westeuropa eine grüne Wohlstandsinsel schaffen und vergessen ganz einfach mal, was in anderen Teilen der Welt läuft. Da schließe ich mich direkt an Esperanza an. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus